Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Randall's Monday. Was ich euch zum Anfang dieser Folge schon sagen muss, liebe Leute, es ist über einen Monat her, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. Das liegt einfach daran, dass ich die ersten 28 Folgen komplett am Stück in 2-3 Tagen oder so aufgenommen habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Das war in meiner Urlaubszeit und als der Urlaub vorbei war, habe ich die Folgen halt geschnitten und immer rausgebracht und hatte gar nicht so viel Zeit zwischendurch zum Spielen. Das was ihr gerade alles gesehen habt, teilweise auch ein Stück von Evoland, ist quasi alles in meinem Urlaub entstanden und ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, was passiert ist. Ich erinnere mich aber noch so teilweise an den Schnitt. Nämlich weiß ich, dass dieser Typ uns, Maßband, diesen Nagelschießer nicht geben möchte, denn ich glaube, das ist das, was der kleine Junge in der U-Bahn haben will. Und wir kommen nicht in diese Tür hinein, beziehungsweise in diesen Van. Und da er hinten keine Tür hat, sondern nur hier, müssen wir irgendwie da rein. Und ich erinnere mich, dass wir für den Darth Vader in der Straße beim Psychiater einen Lötkolben und Zinn und sowas brauchen. Und der Typ hat gesagt, seine kompletten Werkzeuge, bla bla bla, liegen alle in dem Van. Deswegen ist dieser Van gerade das absolute Schlüsselstück. Und wir müssen da irgendwie rein. Ich weiß nur gerade immer noch nicht wie. Ich habe, glaube ich, versucht, das aufzukloppen und sowas alles, ne? Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Was haben wir denn alles? Gehen wir mal sinnvoll vor. Ich glaube, den brauchen wir später auch noch bei Matt in der Wohnung, um irgendwas vom Tisch zu klauen. War das nicht auch so? Was hatten wir denn das letzte Mal dran? Ich glaube, einen Magneten. Und dann haben wir irgendwas vom Tisch geholt. Aber was? War es das Blech? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was haben wir denn? Klebstoff, die Karte für die U-Bahn, der Bügel. Können wir das aufkloppen? Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Okay. Das habe ich bestimmt alles schon in der Folge davor versucht. Lichtschwert, Laser, Magnet. Geht der Laser eigentlich noch? Kann ich den... Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Kann ich mich mit dem hier freischneiden irgendwie? Das sollte ich nicht machen. Wenn der Griff kaputt geht, kriege ich die Tür nicht auf. Kann ich... Kann ich das so? Die ganze Tür ist ein bisschen groß für das Spielzeug hier. Was haben wir denn noch hier? Schloss? Müssen wir das beim Schloss rausschneiden? Cool. Die Hitze hat wohl das Schloss geschmolzen. Das Problem ist nur, dass auch der Griff weggeschmuggelt ist. Shit. Liegt der noch irgendwo hier unten? Wo? Loch? Das hier wahrscheinlich das Loch. Aber ansonsten, Moment. Nee, ansonsten ist hier nichts. Der Griff ist weg. Können wir das Blech da reinstopfen? Nee. Nee, können wir nicht. Der Griff... Vielleicht der Magnet, weil das ein metallisches Auto ist. Cool. Können wir das... Yeah. Schwamm, nimm das. Und die Werkzeugkiste, nimm die auch. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Sehr gut. Kann ich hier noch was mitnehmen? Die Kiste lasse ich da. Lötkolben und Zinn reichen mir. Kann ich den Magneten auch wieder haben? Sehr gut. Den brauchen wir vielleicht noch für irgendwas. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die U-Bahn. Wie kriegen wir denn seinen blöden Nagelschießer? Wir können den auch nicht mit dem Magneten einfach irgendwie klauen, oder? Wartet, wir warten kurz, bis das Ding wieder da liegt. Ich glaube nicht, dass das... Nee, ich wollte... Moment, der macht immer so eine Pause dazwischen, bevor er das weglegt. Ich warte mal kurz, bis er das Ding wieder hinpackt, das Maßband nimmt. Eher nicht. Na gut, ich dachte, wir können ihn mit dem Magneten irgendwie ranziehen oder sowas. Aber dann gehen wir erstmal in die U-Bahn. Du, genau, du willst den Nagelschießer haben.
Haben wir was Spitzes, mit dem wir seinen Ballon kaputt machen können? Das muss nicht verlötet werden. Boah, wie die Rotznase ihm läuft. Ekelhaft. Oder mit dem Laser? Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Ja. Gut, wo war der Typ? Der war beim... Genau, der müsste also hier bei Charlies Comics sein. Versuch mit jemandem zu reden. Manchmal ist ein Charakter, der vorher keine Hilfe war, der Schlüssel zum nächsten Rätsel. So, der will uns ja das Radio reparieren. Dann geben wir ihm mal die Einzelteile. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Super. Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Ach komm, warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darf Klugscheißer. Batterien hatten wir doch hier irgendwo. Batterie. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Was? Okay, was läuft denn hier noch mit Batterien? Können wir auch... Nein, das ist gefährlich. Na gut. Der Magnet läuft nicht mit Batterien. Das Lichtschwert vielleicht? Können wir... Nee? Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Da ist doch bestimmt hier unten im Griff eine Batterie drin. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Wie? Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Wie kriegen wir denn das Lichtschwert auf? Eher nicht. Nee. Wie haben wir denn sonst mal Dinge auseinandergenommen? Das ist ein Lichtschwert. Mit Gegenständen reden. Können wir dem das einfach so geben? Das lasse ich lieber. Ich mag das Spielzeug. Aber irgendwie muss man das doch... Geh kaputt. Damit habe ich es verwendet. Ein Schwamm, wozu brauchen wir... Ich habe das schon da mitgenommen, ne? Wie kriegen wir denn... Sind da überhaupt Batterien drin? Ich weiß es nicht. Habe ich das? Damit will ich den Feuer... Na gut. Kann die Ente das abkauen? Kein Grund, das nochmal zu machen. Nochmal? Was habe ich denn damit gemacht? Duct Tape. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Es gibt keinen Grund... Ich habe gedacht, das kann man irgendwie aufschweißen oder sowas, aber ich glaube, dann wäre die Richtung auch egal gewesen, in die wir das stopfen. Kann ich... Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wie kriege ich die Batterien hier raus? Das gibt's doch nicht. Vielleicht sind hier auch gar keine Batterien drin und ich bild mir das gerade ein. Aber ich habe auch nichts anderes, wo irgendwelche Batterien drin sein könnten. Charlie, hast du Batterien? Oh nein, der singt hier, ne? Glaub nicht, dass ich noch was Zusammenhängendes aus dem rauskriege. Außerdem will ich nicht unterbrechen. Ich mag den Song. Weiß nicht warum, aber das erinnert mich an eine Unterwasserstadt. Übrigens, dieser Typ hier hinten, den habe ich das letzte Mal Final Fantasy zugeordnet, weil er dort Vivi sehr ähnlich sieht, meiner Meinung nach zumindest. Aber der junge Mann ist aus He-Man tatsächlich und ich habe seinen Namen in He-Man schon vergessen. Charlie, darf ich deinen Schraubenzieher haben? Ich weiß, der gehört mir, aber ich nehme ihn nicht, solange Charlie herschaut. Na gut, dann reden wir mal mit Charlie. Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht aus? Dann hat der Schraubenzieher wohl gar nicht geholfen. Nein,
Das stellt mich vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt. Also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Ja, was weißt du denn schon? Kennt ihr Sucker Punch? Den wollte ich immer mal gucken. Aber der geht ja um eine Truppe von Mädchen oder zumindest mindestens ein Mädchen, das in einer Irrenanstalt oder so ist und dann wird eine Lobotomie an ihr durchgeführt und das fand ich... Habe ich jetzt das Ende des Films verraten? Ich glaube schon. Es tut mir leid. Ich habe den Film selber nie gesehen, aber ich wurde durch irgendjemanden oder durch irgendwas so gespoilert, dass das ist. Oder ist das gar nicht das Ende? Sieht man das bereits am Anfang und das ist quasi alles nur in ihrer Fantasie, was dort stattfindet? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich vergessen, um was es hier ging. Wir müssen den bestimmt zum Schweigen bringen, damit... Hier, freust du dich darüber? Das gebe ich nicht weg. Na gut. Hey. Tut mir leid, Randall. Mir ist gerade nicht nach Smalltalk zumute. Der muss also weggucken. Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Ich brauche ihn nicht mehr. Sehr gut. Können wir mit dem vielleicht... Ich habe die Batterien rausgenommen. War ganz einfach. Sehr cool. Dann schnell vor die Tür. Und weg von dem. Wo ist die Tür? Hier. Boah, ist der nervig. Der ist richtig nervig. Dann können wir dem Kollegen hier drüben jetzt die Batterien andrehen. Bitte sehr, Kumpel. Zwei Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Wir haben noch ein Lichtschwert, ein grünes. Gefällt dir das nicht? Zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist, das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Ey! Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral. Und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren, die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Ich habe gerade, während er es kaputt gemacht hat, eine Idee gehabt. Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Nämlich, können wir das auch haben? Nee, das können wir nicht. Ich dachte, wenn wir das Ding mit Hertz... Okay, das sieht gut aus. Und... Das ist hübsch, hat aber keine Batterien. Und ich will nicht, dass das mir über den Schädel zieht. Batterien. Wir haben doch noch eine hier. Wo ist sie hin? Ah, hat er alle drei Batterien in das alte, also in dieses andere Lichtschwert gestopft? Nicht ins Lichtschwert, ich meine ins Radio? Na super. Aber... Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Hm.
Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Das Blöde ist, ich erinnere mich absolut nicht mehr daran, was wir mit dem Radio wollten. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Wo haben wir das überhaupt hergehabt? Das ist ein Radio, kein Telefon. Radio. Wozu sollte das überhaupt wieder funktionieren? Gehörte das Matt oder sowas? Inwieweit machte das Sinn mit dem Radio? Moment, wir gehen erstmal. Sci-Fi Con, Mads Wohnung. Emerson Express, Mel's Pfandleihe, Randalls Wohnung und die Claytons Bar. Hier sind wir gerade. Können wir bei Randall den Bauarbeiter vielleicht ablenken mit dem Radio? Manchmal kann man Gegenstände kombinieren und erhält dadurch neue Gegenstände. Immer dran denken. Hier sieht alles noch ziemlich gleich aus. Ich glaub's bald nicht, aber wir probieren's mal. Auf keinen Fall. Das gebe ich nicht mehr her. Zumal es jetzt funktioniert. Wozu brauchten wir's, Randall? Hilf mir. Wir haben's die ganze Zeit rumgeschleppt. Das wurde uns hinterhergeschmissen damals beim Emerson Express. Müssen wir's dorthin zurückbringen? Oh, tut mir leid für die ganze Hin- und Herreiserei. Achso, die Karte können wir da gar nicht verwenden, sondern müssen so. Da müssen wir nochmal schnell hier hin. Vielleicht können wir es ihm wiederbringen. Wenn du mal festhängst, versuch mit Leuten zu reden. Der Typ hier, an den erinnere ich mich auch noch. Und hier war der Koala. Den haben wir aber anscheinend schon geangelt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist. Und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden. Oh nein. Ich habe mich gerade so gefreut, dass ich mich daran erinnert habe, wie das mit dem Radio war. Ist Mel denn auch hier? Ah, der Typ. Moment, haben wir Kleingeld? Nee, wir haben gar kein Geld mehr. Blech. Nee. Ich wüsste auch nicht genau, warum, aber... Bei dem Typen brauchten wir doch eine Polizeimarke oder irgendwie sowas, ne? Weil der, glaube ich, gesagt hat, er redet nur mit Cops. War das nicht so? Und die Polizeimarke kriegen wir von Murray. Aber die kriegen wir nur von Murray, wenn wir ihm irgendwas anderes geben. Und was war das? Boah, es tut mir leid, ich glaube, ich muss nochmal hin und her reisen. Murray ist wiederum hier hinten bei Mads Wohnung und der Sci-Fi-Con gewesen. Da haben wir gleich drei Orte, die wir nochmal kurz besuchen können, aber eigentlich ist die Sci-Fi-Con ja gecancelt. Wir sind direkt hier oben bei dir. Boah, wie konnten wir mit deiner Marke und so? Entschuldigung, Mary. Kann ich die Marke nochmal sehen? Kann ich Ihre Marke nochmal sehen, Mary? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst. Sie können mir vertrauen. Können wir die nicht irgendwie... Blödsinn. Aufs Blech drücken, wollte ich sagen, aber... Eher nicht. Das muss nicht...
Huch, nein. Muss ich gar. Was ist denn, mein Gott, mit dieser das blöden muss nicht Marke? Da war doch irgendwas drauf, Marys eine Ente? Marke. Eine Ente oder sowas, weil er gesagt hat, die hat er gerettet? Aber ich glaube nicht, dass das hinhaut. Verdammt. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Na gut. Wir konnten ja nicht ohne Marke weggehen. Das heißt, wir müssen irgendwas mit ihr hier vor Ort machen. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Ist eigentlich eine gute Idee, denn ich habe die Folgendauer schon wieder überschritten. Schwamm. Den müssen wir bestimmt in irgendwas tunken, was. Das muss nicht geklebt werden. Ich habe gehofft, dass der die Flüssigkeit aufzieht oder so. Damit will ich den Feuerlöscher nicht. Auch nicht? Vielleicht hat der gute Randall recht. Und es ist Zeit für. Muss ich gar nicht. Eine Pause vom Spiel. Ich würde zwar jetzt gerne noch in Mads Wohnung gehen und dort gucken, ob ich irgendwas machen kann mit den Gegenständen, die ich im Inventar habe. Aber ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir einfach nicht mehr jetzt, sondern in der nächsten Episode von Let's Play Randall's Monday. Bis dann. Tschüss.